Welcome back to another German Food Review and it's pizza time. Stürmer Pizza or Forward Pizza, Bacon and Goat Cheese, Ziegenkäse. And yeah, everything is football today or in the coming days or weeks, 4 weeks. And yeah, stone oven baked pizza, bacon and goat cheese. Trattoria Alfredo is Lidl, very low in price, €1.11. Okay. Yeah, look at this, there are olives on it. Olives. Olive fetish. There's one on the channel with an olive fetish. Okay, but these are black olives, not green, I'm sorry. yeah, calories. 833. Whew, 5 grams of salt. Lots of protein. Everything is high, basically. Yeah, fat, sugar, everything, salt. But salt is extremely high. Okay, ingredients. Where are the ingredients? Okay, 13.8% cheese. Edam cheese and mozzarella. Goat cheese. Okay, and there's 3.7% goat cheese. That's interesting. And 11.4% of bacon, smoked bacon. Mm-hmm. Okay, 40 grams of bacon. Okay. And I think the crust is just a cheap crust or so. Yeah, I guess it's not a good crust. But let's see, oven. 230. 10 to 12 minutes, let's say 10. I don't want a crunchy crust, but I guess this one is already crunchy. Yeah, let's open it. How? Is there no proper way? I have to destroy it. Okay, this side. No, that won't work. So this here. Come out. Yeah, it looks like a lot of bacon, doesn't it? And olives. Okay. Let's unwrap. Oh, that's not a good idea. Everything is loose. What's wrong? Doesn't work. Okay, but yeah, it's a little bit ugly looking bacon. Look at this bacon here. Okay, there's cheese covered with cheese. Here's the bacon. Is this natural bacon? I'm not sure. Anyway, yeah, it's the lowest price. Yeah, that there's no pizza that is lower than that. €1.11. It used to be 99 cents, but now it's €1.11. Okay, here's the pizza. Just the ugly bacon anyway. I will eat it. So, yeah, back in a sec. So, here is the oven. Preheated. Very hot. Okay, and let's put the pizza in. Okay, oops. I cracked the crust. Oh, no. Okay, let's distribute the olives a little better. Oh. I think that's good enough, isn't it? Yeah. Okay, and let's put it back. Not too far. Okay. Here we go. Back in the sack. Okay, here's the pizza. Time's up and looks a little light, but I'm okay with that. Here, look at this. This is already like biscuit. Yeah. Okay, it's a supermarket crust, so. I don't want to compare this stuff with a pizza chain crust or so. No, that's not fair. That is here. Yeah, a low-end supermarket crust. Oh, that is hot. Yep, back in a sec.
So, eating time finally. That's how it looks like. Yeah, compare this. One second. What do you think? Yeah, it's close. But yeah, okay. It's okay. Crust looks a little different. But okay. Yeah, let's cut it. Sorry, choose. Crust feels like biscuit. Oh, I don't like that. But it's very easy to cut, as you can see. Yeah, that's good. Here we go. Done. And no, let's start with that slice here. That's that's not properly cut. recut. Okay, so yeah, I don't know what the goat cheese is. Don't know, but they're old leaves, Kuhn-Schott, old leaves, but not green, and weird looking bacon, and the crust. Yeah, the crust feels very strange, listen. Okay, and tomato sauce, I think. Cut tomato or so, maybe, yeah. Cut tomato, I think. Here we go. Very fruity. Well, that's a little surprise. The really nice flavor for such a price. Let's see, here we go. Yeah, very juicy pizza. That's nice. I thought this one is dry, but it's not dry. The crust is okay-ish. Not that bad. Yeah, let's see a different slice here. Let me try the olives standalone. Here we go. Yeah, very light olive flavor. Could be better. Well, okay, at least there's a little bit of olive flavor. Right here. I'm not so sure about the bacon. It is salty. The bits are salty. But it's very juicy. It's okay. Oh, now it tastes like goat cheese. Goat cheese. I like goat cheese. Yeah, it's a surprise. It's not as bad as I thought it is. well, let's see that. Here we go. Well, let's try the ugly looking bacon alone. Oh, that feels weird. Yeah, not sure about the bacon, but the rest is fine. Please focus. Here we go. To increase the calories, 160 calories just for this year. Yeah, but it tastes awesome. That's for the crust, to make the crust a little tasty. Please focus. Yeah, are there supermarket pizzas in your country available? I mean, really low ones, like €1.50 or $1.50 or something like that. Let me know. Here we go. You know, it's really good. Yeah, the crust sucks this year. That's okay, but that sucks. It's like
Very, very stiff biscuit. Not for me, but this is okay. Very juicy. Okay, here we go. And goat cheese. So if you don't like goat cheese, then don't buy this one. So it's okay. Let's see. Here we go. Yeah, but I don't like this crust here. It's not good. But with this dip, at least it feels, no, it tastes good. It feels still weird. Okay, one more slice. Yeah, the tomatoes are very tasty. Better than the bacon. The olives are okay-ish, not the best ones. And a little bit of goat cheese. Yeah, rating, it still sums up for the price. It's definitely fine. The crust, yeah, it's a discount crust. It's fine, but it sucks here. But yeah, it's somehow very tasty. The goat cheese and the olives and the tomatoes, very juicy and somehow soft. Yeah, it works, thumbs up. It's not bad, but it's not really spicy or so. And I mean, the bacon, don't know. They're salty. Here's the salt. Okay, yeah. Thanks for watching. I'll continue in German. So, irgendjemand hat sich Team, irgendwas war da dran, Team noch irgendwas, Produkte aus dem Lidl gewünscht. Ich glaube, das ist hier sowas. Ist das ein Team-Produkt? Auf jeden Fall ist das ja die Stürmer-Pizza und es gab nur eine und zwar Bacon und Ziegenkäse. Das war die einzige. 40 Gramm Bacon. Okay. Preis ist erstmal 1,11 €. Früher war es mal 99 Cent, jetzt ist es 1,11 €. Und ja, ist eine Fußballpizza, Stürmerpizza. Seid ihr Stürmer oder nicht? Oder spielt ihr im Mittelfeld oder in der Abwehr? Oder seid ihr richtig lahm und spielt im Tor? Na, das ist klar, da steht im Tor, ich spiele ja nicht. 833 Kalorien, sehr viel Salz, fast 5 Gramm, ja, das ist hardcore hoch. Aber alles ist irgendwie hoch, Fett, Zucker, alles, Eiweiß, okay. Ja, ist alles vertreten. Ich habe es im Ofen gemacht, 230 Grad, Ober-Unterhitze, etwas mehr als 10 Minuten, denn sie sah noch irgendwie weiß aus. Da habe ich noch 2 Minuten länger gemacht, ich glaube, es waren 12 oder 13 Minuten. Ja, und das hier drin, Weizenmehl. Okay, zerkleinerte Tomaten, 13,8%, nein, 21,5% zerkleinerte Tomaten. 13,8 Käse und davon sind 6,9 Edamer und der Rest Mozzarella. Ja, das Ding ist Ziegenkäse genannt. Hier ist aber 3,7% drauf, aber scheint zu reichen, komme ich gleich zu. Ja, und 11,4% geräucherter Bacon. Jetzt würde ich gerne mal wissen, was das für ein Bacon ist. Der sah komisch aus. Kennt ihr dieses wieder zusammengewachsene Fleisch? Ich meine, ist ja nicht so schlimm oder so. Kann man ja trotzdem essen. Aber so sah das aus. Irgendwie nicht so richtig lecker. Egal. Kostet ja noch nur 1,11 €. 350 Gramm. Ist 350? Ja, 350. Okay. Ja, und ist natürlich aus dem Lidl, habe ich das gesagt. Ja. Trattoria Alfredo ist aus dem Lidl. Weg damit. Und so sieht sie aus, wenn sie fertig ist. Und der Bacon sieht immer noch komisch aus. Aber okay. Ja, und dann sind Oliven drauf. Schwarze Oliven. Und... Na komm her, ja. Das ist eine Riesenblase. Bisschen Tomate, Käse. Ich weiß nicht, was davon was ist. Irgendwas wird wohl der Goat Cheese sein, der Ziegenkäse sein. Ja, der Bacon sieht komisch aus. Hier sind die Oliven, koste ich mal eine einzeln.
Here we go. Die schmecken nicht sehr stark nach Olive, nur ein ganz bisschen, würde ich sagen, ja, ist okay für den Preis, okay. Ja, ist okay für den Preis. Aber es sind nicht die besten Oliven, die man essen kann. Aber ja, wie gesagt, geht schon so. Und das hier hasse ich ja richtig wie die Pest. Findet ihr das gut hier? Das ist nicht mal mit Dippen richtig gut. Aber okay, ja, das war's. Das hier ist okay. Right here. Aber das Ding schmeckt überraschend gut. Aber schmeckt irgendwie nicht würzig oder so, sondern eher tomatig, fruchtig. Und manchmal hat man Ziegenkäse dabei und etwas Olive. Ich weiß nicht genau, der Bacon ist der einfach nur salzig, kann sein. Denn Bacon-Aroma ist hier nicht wirklich drauf, obwohl hier eine ganze Menge Bacon ist. Aber er hat mich schon ein bisschen überrascht. Hier schmeckt eigentlich ganz gut, kann man essen. Ja. Sieht ein bisschen komisch aus, das hier. Okay, das hat nach Bacon geschmeckt. Mhm. Aber schmeckt schon ganz okay und für 1,11 Euro, ja, ist das okay. Nur das hier ist richtig, ja, ich weiß nicht genau, mögt ihr das? Das mag ich gar nicht. Das ist aber hier nochmal 160 Kalorien extra ausgepackt. Chili Cheese Dip von Burger King. Damit es wenigstens schmeckt, fühlt sich immer noch doof an. Mmh, aber schmeckt super. Der Dip hier schmeckt richtig lecker. Okay, ja. Ich weiß nicht genau, wieso die nur eine Richtung haben. Oder gibt es mehrere und nur meine Lidl hatte eine. Die waren noch fett am Einräumen. Ich weiß nicht, was sie da einräumt haben. Ob es Teamprodukte waren oder andere Sachen. Aber ja, ja, geht schon so. Aber wenn ich mir die Packung angucke, würde ich nicht sagen, oh ja, das muss ich haben. Irgendwie, oder? Bacon, Ziegenkäse. Kann man mal testen, aber... Wenn man richtig hungrig ist, würde dir dann lieber was mit Salami greifen oder so. Weiß nicht. Genau hier. Aber ja, schmeckt und das ist super salzig. Was haltet ihr von diesem Pizzaboden hier? Findet ihr den gut? Also sollte man auf jeden Fall nicht mit einer Pizza von einer Pizzeria oder so einer Pizza-Chain vergleichen, das ist überhaupt gar kein Fleisch. Das ist dagegen richtig schlecht, obwohl das hier geht schon, kann man schon essen so, aber das hier geht gar nicht klar. Aber trotzdem, ja, kann man essen. Bekommt einen Daumen nach oben. Denn schmeckt schon ganz lecker, irgendwie. Ich weiß auch nicht genau, aber es ist einfach die Mischung. Ist ganz okay. Passt alles irgendwie zusammen. Ja, ich glaube, das ist das Geheimnis dieser Pizza. Es passt alles so ein bisschen zusammen. Nächster Biss. Und die Tomaten schmecken sehr lecker. Ups. Ist denn eigentlich ein Geschmacksverstärker drin? Seht ihr einen? Ich glaube, die hauen immer mehr Salz rein, wenn kein Geschmacksverstärker drin ist. Was ist nun besser? Mehr Salz reinhauen, kein Geschmacksverstärker? Oder weniger Salz und dafür ein Geschmacksverstärker? Ja. Aber so ist das. Oder liege ich total falsch? Kommt mir jedenfalls zuvor. Egal. Ob da was schmeckt. Hier, wie auch. Der Dip ist awesome. Ich gebe gerade wieder die 1,50 Nuggets bei Burger King. Dann könnt ihr euch jeweils 2 Dips geben lassen pro Packung. Pro 9 Nuggets. Wo ich immer die Chili Cheese Dip nehme. Alles klar. Ja, die Pizza kommt, wie gesagt, einen Daumen nach oben. Schmeckt irgendwie. Kann man essen. Ja, ist nicht schlecht. Aber ist auch nicht super gut. Aber für 1,11 kann man sich schon mal essen, wenn man was Kleines snacken will oder so. Ja, alles klar.
Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Video.